PT100 Widerstandsthermometer werden auch PT100 Sensoren oder PT100 Temperaturfühler genannt. Das sind viele unterschiedliche Namen für eigentlich ein und denselben Temperaturfühlertyp. Aber wie funktioniert so ein Temperaturfühler eigentlich mit einem PT100 Sensor? PT steht für Platin. Die messtechnische Basis ist also ein Platin-Präzisionswiderstand, der seinen elektrischen Widerstandswert in Abhängigkeit von der Temperatur ändert. Dieser Widerstand kann entweder als Dünnschichtelement, so wie hier, ausgeführt werden oder auch als Drahtwiderstand. Durch den Werkstoff Platin ist der Widerstand sehr langzeitstabil. Der PT100 Messwiderstand hat bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius einen Nennwiderstand von 100 Ohm. Mit steigender Temperatur steigt auch der Widerstand. Das ist der sogenannte positive Temperaturkoeffizient, kurz PTC. Der Widerstand steigt praktisch linear zur Temperatur an. Die Widerstandskennlinie ist in der IEC 60751 spezifiziert. Eine Widerstandstabelle findest du unter diesem Link. Messtechnisch funktioniert das Ganze so: Man legt einen sehr geringen Konstantstrom am Messwiderstand an und misst den Spannungsabfall. Und aus diesem Spannungsabfall berechnet man den Widerstandswert und leitet daraus die Temperatur ab. Ja, mit einem PT100 lassen sich Temperaturen in einem weiten Bereich sehr exakt messen, wenn man folgende Punkte beachtet. Zum einen ist der Konstantstrom, der am Messelement angelegt wird, möglichst gering zu halten, um die Eigenerwärmung gering zu halten. Zum anderen gilt es, die Leitungswiderstände zu kompensieren, damit die nicht zu Messfehlern führen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video PT100 Schaltungen. So funktioniert also ein PT100 Fühler. Hat dir der Beitrag gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare.